Hallo und Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zeige ich euch einen Private Wine Club. Was genau es alles gibt in diesem Weinclub und was die Location so besonders macht hier in Pullach bei München, das zeige ich euch in dieser Folge. Neben mir ist jetzt die Conny, eine der drei Mitverantwortlichen dieser spektakulären Location. Und es ist nicht nur eine tolle Location, die man feiern kann als Meet-Location, sondern es ist hier ein Weinclub, wohl der erste Weinclub Süddeutschlands. Wie kam die Idee zustande? Na, der Wunsch, einen Private Members Weinclub in Zeiten der sozialen Mediaüberflutung zu machen und eine Stätte für die Begegnung zu schaffen, eine Bühne für Begegnungen, das lag einfach nahe. Und die Liebe zum Wein als Basis. Wie kann ich jetzt Mitglied bei euch werden? Wie läuft es bei euch ab? Als Interessent können Sie gerne dreimal zu einer Veranstaltung hier kommen, sich die Räume und das Leben alleine anschauen natürlich und dann uns ansprechen. Interessenten brauchen eine persönliche Einladung von den drei Machern. Und dann darf ich ja sozusagen auch meinen Wein hier lagern. Ich habe gerade vorhin schon ein bisschen mich umgucken dürfen und habe ich so ganz tolle Schließfächer, also schon was wie Tresori, wie so ein, ja, wie so ein Geldraum in einer großen Bank entdeckt. Also wirklich eine tolle Inszenierung, wie man Wein nur besser kann man gar nicht inszenieren. Wie läuft das dann ab? Also als Mitglied kann man hier zum einen den Friends-Status erwerben, den haben wir neu eingeführt, weil unsere Kunst- und Kulturveranstaltungen alleine schon eine Mitgliedschaft wert sind und so gut angekommen sind im ersten halben Jahr. Und dann gibt es eben drei verschiedene Weinfachgrößen, wo man die persönlichen Weinschätze unter optimalen Bedingungen einlagern kann. Vielleicht gibt es der eigene Keller nicht her, vielleicht lagert man aber einfach nur Weine ein, die man dann hier in dieser wunderbaren Club-Lounge im zweiten Wohnzimmer mit Freunden oder Geschäftspartnern genießen möchte. Das klingt ja jetzt alles sehr ja, kostenspielig, auch die Ausstattung ist sehr, sehr hochwertig. Kann man sich das denn leisten? Eine Clubmitgliedschaft beginnt bei uns schon ab 39 Euro und geht bis 249 Euro im Monat. Ja, das klingt nach Spaß. Danke. Ich habe mir gerade vorhin die Räumlichkeiten hier angeguckt und habe mir so ein bisschen erklären lassen, wo die Geschichte hergekommen ist. Vielleicht kann man das so in zwei Sätzen zusammenfassen für unsere Zuschauer. Also dieses Gewölbe, dieses altehrwürdige Gewölbe, sind ca. 400 Quadratmeter, ist aus dem Jahre 1881 und ursprünglich ein Eislager der Kalbschen Brauerei für die Sommerbiere gewesen. Und wir führen es jetzt wieder zurück, nachdem hier auch als letzte Nutzung ein Filmstudio war und lagern hier wieder Getränke, in dem Fall aber nicht mehr Bier, sondern Wein. Also vom Bier zum Wein. Genau. So soll es ja auch sein. Ne? Wobei wir hier auch Bier von Schwaigerbräu anbieten, zum Beispiel Kellerbier natürlich. Das ist ja passend. Es gibt ja auch viele Veranstaltungen bei euch, kultureller Sicht, mit Kunst und Musik. Wo finde ich denn die Termine? Wir haben online extra einen Terminkalender eingerichtet, der tatsächlich auf der Homepage bzw. rechter Hand in der Rubrik sichtbar ist. Die Termine, an denen was stattfinden, sind farblich markiert, anklicken oder auch unter Weinclub Termine 2016 nachschauen. Dort kann man sich auch immer gleich online anmelden. Und ja, wir haben auch zwei 15er Termine noch drin gelassen, um so ein bisschen einen Überblick zu kriegen, was wir so tun. Die Webseite verlinke ich euch unten natürlich in der Infobox. Ja, vielen Dank. Bitte gerne. Und wir trinken jetzt erstmal ein Gläschen Wein. Zum Wohl. Ja, das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Ich verabschiede mich von euch hier aus dem Private Member Tresor Raum, wo die ganzen Köstlichkeiten der Weinliebhaber verstaut ist. Und vielleicht sehen wir uns hier einmal auf ein Gläschen Wein. Ich würde mich freuen. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Das ist eine Party in den 20er Jahren, die ein bisschen geheim ist. Weil in den 20er Jahren wurde zum Beispiel auch mal so steuerfrei gefeiert oder in den USA natürlich Speakeasy, die Prohibitionspartys, wo dann aus Kaffeetassen Alkohol getrunken wurde.